Nur das Wetter zeigte sich nicht von seiner besten Seite. Bei den deutschen Meisterschaften der Jungen in den Altersklassen bis 14 und 16 Jahren. Einen Start-Ziel-Sieg peilte Emil Albers an, der bei dem bis 16-Jährigen vor der Finalrunde schon 4 Schläge Vorsprung hatte. Der Norddeutsche war schon zweimal deutscher Meister in der Altersklasse bis 14 und hatte auch hier mit einer 67 meisterlich losgelegt. Ja, irgendwie weiß ich auch nicht, deutsche Meisterschaft ist irgendwie so ein bisschen mein Turnier, habe ich das Gefühl, spiele ich eigentlich immer ganz gut. Aber da war noch jemand, Per Wernicke, frisch gebackener Final Four Champion mit dem Golfclub Hubbelrad. Der 15-Jährige spielte die Frontline 1 unter und auf der 10 läutete er mit diesem Birdie eine imposante Aufholjagd ein. Ich glaube, nach 9 Loch hatte ich sogar noch 4 Schläge Rückstand und dann habe ich gut aufgedreht. Also ich habe viele Birdies auf ein Eagle gespielt und das hat natürlich geholfen. Bei den bis 14-Jährigen mit 2 Schlägen in Führung nach 2 Runden Leonas Jung, der jetzt im St. Leonroter Golfinternat zu Hause ist. Der Saarländer begeisterte auch seinen neuen Landestrainer Bernward Kirstein, der lange hier in Osnabrück Cheftrainer war. Als Titelverteidiger war der erst 13-jährige Lokalmatador Leo Thiemann ins Rennen gegangen. Der Schützling von PGA-Coach Wolfgang Huget hatte als 10. allerdings schon 7 Schläge Rückstand, zeigte aber am Sonntag einen imposanten Schlussspurt. Unbeeindruckt zog an der Spitze Leonas Jung seine Bahn. Einen Schlagverlust auf der 1 machte er mit Birdies auf der 4 und der 9 wieder gut. Auf den ersten 3-4 Löchern, da war ich relativ nervös, aber das hat sich dann mit der Zeit gelegt und ab dann ist es echt ganz gut gelaufen. Leo Thiemann kletterte, angefeuert von den heimischen Fans, immer weiter hoch im Tableau. Ein Doppelbogey konnte er mit 2 Birdies ausgleichen und am Ende hatte er sich mit einer 72 noch auf Platz 2 vorgespielt. War insgesamt einfach bogeyfrei und hat mir gefallen, die Runde. Ren Keyon aus St. Leonroth konnte sich mit einem Schlag Rückstand den 3. Platz sichern. Und ganz souverän vorneweg sein Clubkamerad Leonas Jung. Nach seiner zweiten 72 holte sich der Leonroter mit 7 Schlägen Vorsprung seine erste deutsche Meisterschaft. Kann es immer noch nicht so richtig realisieren, aber fühlt sich schon gut an, ja. Diese Dusche hatte er sich wohl verdient. Dank einer eindrucksvollen Vorstellung, die auch bei seinem Trainer Appetit gemacht hat. Auf mehr. Hut ab, tolle Leistung. Trotzdem werden wir jetzt ein bisschen einnorden und sagen, pass auf, die Reise geht weiter. Bei den Älteren musste Emil Albers auf der 16 erstmals die Führung abgeben. Nach diesem Birdie von Per Wernicke. Das war natürlich einer der wichtigsten Momente, das erste Mal dann in die Führung zu gehen. Das war natürlich so ein bisschen der Schlüssel da zum Erfolg am Ende. Der Berliner Mike Süßbier konnte sich dank einer starken 68 noch auf Rang 3 vorspielen, während Emil Albers im Kampf um den Titel trotz seiner 72 chancenlos war. Vom Ding her, es war eigentlich sehr gut, aber es hat sich natürlich neben Per super schlecht angefühlt. Nach diesem Zauberschlag auf der 18 spielte Per Wernicke mit einer 66 die beste Runde der Meisterschaft und holte mit 2 Schlägen Vorsprung den Titel nach Hubbelrad. Das ist natürlich mein erster großer Einzelsieg dieses Jahr. Ich habe im Team viele Turniere gewonnen dieses Jahr, also das Final Four und European Young Masters im Team. Und ja, die deutsche Meisterschaft dann im Einzel zu gewinnen, ist natürlich eine super Ehre und freut mich natürlich riesig, so die Saison dann quasi zu beenden. Die Medaillen und Pokale waren der verdiente Lohn für die Talente in der Altersklasse bis 16 und 14 Jahre. Allen voran Leonas Jung und Per Wernicke, auf das dem ersten großen Titel noch viele folgen.